Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Tutorial für Einsteiger. Und in unserer 30. Lektion wollen wir uns einer weiteren Funktion zuwenden, das ist die Funktion empty. Man sieht sie hier im Listing empty und schauen wir uns das Listing wieder an. Es ist heute ein etwas längeres Listing, ja, bis zumindest Zeile 22 sehen wir das hier. Reicht auch dann hier dieser PHP-Tag von 1 bis 22. Dann einer Variable, ein $a wird hier ein Wert zugewiesen und einer Variable, ein $b wird nur ein Leerstring zugewiesen. Und jetzt haben wir hier eine if-Abfrage, eine if-else-Abfrage, um es genau zu sagen. Und empty hat eben dann die Aufgabe zu schauen, ob einer Variable eben schon ein Wert zugewiesen wurde oder ja, ob der Variable ein Leerstring zugewiesen wurde oder ein Wert, wie wir es hier oben stehen haben, 0. Wenn eben empty ist, ist er empty? Wahrscheinlich nicht, weil in der Zeile 2 haben wir schon der Variable $a einen Wert zugewiesen. Dann würde er da wahrscheinlich dann nicht hineingehen. Dann würde er nämlich sonst, würde, falls er hineingehen würde hier in dieser if-Bereich, ist nicht definiert, leer oder gleich 0. Daher haben wir wieder eine Maskierung, das heißt, er kann dann wirklich $a ausgeben, er kann das hinausschreiben, also heraufschreiben auf die Webseite. Wenn das nicht wäre, würde er gleich 2 hinschreiben, 2 ist nicht definiert. Oder else, weil es ja etwas vorhanden ist am Wert, $a gibt es. Und das macht ich in dem Fall hier und deswegen steht das auch dann hier da. Dann die empty-Abfrage angelegt auf den Wert von $b. Ist nicht definiert leer oder gleich 0. Ja, b ist ja gleich hier mit einem Leerzeichen, gibt er also hier aus. Ja, geht also nicht ins else, b gibt es, weil ja wirklich hier ein Leerzeichen zugewiesen ist. Und dann haben wir den Fall $c. $c haben wir ja gar nicht. Also kann $c auch gar nichts zugewiesen werden, deswegen gibt auch hier dann gleich bei der ersten if-Frage, nicht beim else, $c ist nicht definiert, leer oder gleich 0. Das heißt, man kann mit empty hier genau schauen, ob b eben einen Wert zugewiesen wurde überhaupt schon, wenn überhaupt, dann ein Leerstring oder 0. Das kann man hier dann sehr schön dann abfragen. Das ist dann wichtig, wenn man Werte von einer Seite auf die andere übergibt und nicht sicher weiß, ob schon Werte übergeben wurden zum Beispiel. Ja, mein Hinweis, probiert das gleich einmal aus. Versucht den Wert empty hier anhand dieser Aufgabenstellung mal zu trainieren. Und von meiner Seite natürlich wieder der Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Danke.